Herzlich willkommen. Im heutigen Video machen wir mal was ganz Besonderes. Ich bin mit der Nora unterwegs und werde mit ihr an einer Schafherde arbeiten. Dazu treffe ich die Nicole, die macht das ja professionell schon seit vielen, vielen Jahren. Und das ist eine neue Erfahrung auch für uns. Also ich bin heute sozusagen mal Schüler. Und ich finde es super spannend, weil auch gerade mal Hunde wirklich in ihrer ursprünglichen Arbeit zu sehen. Eigentlich sind Schäferhunde ja dafür gemacht, auch an der Herde zu arbeiten. Und wie das Ganze aussieht, wie ich mich da schlag und vor allem auch die Nora, das werdet ihr jetzt in den nächsten Minuten sehen. Hi Nicole, grüß dich. Ich grüße dich, guten Morgen. Wie geht's? Sehr gut. Ja. Hallo schön. Nora. Ja, Nora, entspann dich. Wir gehen erstmal ins Klassenzimmer. Genau, bravo. Die eigentliche Intention des Hütehundes an den Schafen ist der Ursprung des Jagens. Und die Aufgabenstellung, die in der Hütearbeit quasi aufgebaut wird, ist Jagen unter Kooperation. Die Stimulanz bleibt für das Jagen für den Hund erhalten. Es ist Fakt, dass der Mensch die Regeln aufstellt in Bezug auf die Schafe, sodass mehr oder weniger nur so Ansätze des Jagens gezeigt werden beim Hüten und der Hund mehr oder weniger seine Arbeit tun darf an den Schafen und dem Menschen immer zuarbeitet. Ich habe häufig im Alltag den Hund eher in meiner direkten Begleitung, in einer freien Folge, bei mir, bei Fuß, wie auch immer. Wir haben eine starke Naharbeit in der Kommunikation. Beim Schafhüten ist es genau andersrum. Beim Schafhüten ist der Hund eigentlich in der konkreten, starken Einflussnahme, wenn er gegenüber auf 12 Uhr genau gegenüber von der Schafherde mit mir in der Korrespondenz steht. Und da ist auch genau seine Position. Denn von diesen beiden Seiten können wir beide Einfluss nehmen auf die Bewegungsrichtung und auf die Aufgabenstellung, die wir beide quasi in diesem Job bei den Schafen ausführen. Die nächste Erklärung würde ich am liebsten im Roundpen machen. Bei den Schafen. Und zwar okay. Nur wir zwei und die Schafe. Und die Nora macht eine kurze Kaffeepause. Ja, okay. Wobei wahrgenommen interessant findet sie es schon. Ja, ja. Aber ja, sie sitzt schon im Kino. Ja. Okay, das sind unsere zauberhaften Schafe. Die stehen schon in heller Erwartung und die wissen, was kommt. Genau. Ja. Du bist jetzt quasi mein Hund. Ja. Damit du zumindest einmal eine Idee bekommst, wie wird dein Hund von dir angeleitet im Idealfall, damit er die richtigen Basics am Anfang verstehen kann. Ja. Wir müssen es dem Hund ja vermitteln und wenn etwas nicht gut läuft, liegt der Fehler immer bei uns. Also hier ist das Gatter und da drin ist das Abenteuer. Das heißt, hier beginnt schon die erste Aufgabe gleich für die Nora. Du öffnest die Türe und die Nora bleibt draußen. Ja. Und zwar nicht, weil du Sitzplatz bleib sagst. Sondern weil du in der Körpersprache quasi erklärst, das ist ihr Raum und das ist dein Raum. So, dass du die Türe quasi kurz einmal anblockst und schließt emotional, sodass sie nicht mitkommt. Du gehst dann, während die Leine auf dem Boden liegt, quasi in das Gatter rein, nimmst den Blick so ein bisschen aus ihr raus, schaust mal zu den Schafen, guckst, ob sie das aushält, wenn da die Schafe stehen und du dich schon in die Richtung Schafe bewegst. Dann gehst du beim ersten Mal zurück und lobst sie dafür, um dann nochmal reinzugehen und sie anzusprechen und mitzunehmen. Ich mache es dir jetzt vor, ich spreche dich an, Nora, dass du kommst, du nimmst sie mit, verkürzt die Leine. Gleichzeitig würdest ihr hier quasi auch eine Leitplanke bieten im Sinne von, ich bin bei den Schafen, hab du dich im Griff. Da wird sie dann das erste Mal anhalten und kurz verweilen. Während du quasi dich frei bewegen kannst, wird sie dort kurz innehalten lernen schon, dass sie nicht startet. Das Blödeste, was für den Hütehund zu Beginn passieren kann, ist, sie startet geradeaus. Ja. Das ist Jagen. So, Hüten ist zwar ein Bestandteil natürlich der jagdlichen Inspiration des eigentlichen Wolfes, aber wir wollen den Hund quasi jagen lassen, ausnahmslos in Kooperation und in Kreisen und nicht in geraden Strecken. Wünschen, dass du jetzt ein kleines bisschen die Leine noch verkürzt und mal außen am Zaun entlang gehst mit ihr. Ich werde euch so ein bisschen mit durchatmen, schau so ein bisschen, wie sie das macht. Genau, befreie dich ein bisschen, mach ein bisschen locker die Hüfte, geh so ein bisschen, genau so. Sie macht ja alles richtig jetzt, ne? Ja, sie macht gerade alles sehr kooperativ. Versuchst so ein kleines bisschen dich immer zu den Schafen zu öffnen. Der Hund macht alles richtig.
Ganz toll. Klasse. So, und jetzt gehst du mal gerade auf die Schafe zu, verkürzt ein bisschen die Leine, läufst mit dem Hund parallel und gehst gerade auf die Schafe zu, dass die sich drehen und zu mir kommen. Und mega, anhalten. There, good girl. Richtig. Really nice. Und wenn sie hinschaut, really nice. Klasse. Gut. Klasse. Loben und raus. Super. Ja, geh raus. Das war jetzt die erste Runde für die Nora, einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, da drin zu sein, vom Menschen angeleitet zu werden, so ein bisschen die erste Impulskontrolle und doch das erste Interesse mal gemeinsam haben an den Schafen, Mensch und Hund. Und für die zweite Runde, jetzt haben wir eine kurze Pause genehmigt, damit sie einmal kurz entspannen kann und nicht zu überladen wird mit den ganzen neuen Informationen. In der zweiten Runde würde ich vorschlagen, ich führe sie und versuche mal so ein bisschen quasi sie zu inspirieren, locker zu machen und gleichzeitig die richtigen Einstellungen für den Hund zu behalten. Ja. Okay, darf ich? Ja, klar, auf jeden Fall. Vertrauensvoll. Das ist ja... die ganze Zeit zu den Schafen, ganz wichtig, und fühle den Hund und versuche ihm so ein bisschen die Idee zu geben, dass er ja Einfluss haben darf. Schafe sind ja auch meine Familie und deshalb ist es ganz wichtig, dass bei der Hütehundeausbildung tatsächlich darauf geachtet wird, dass mehr oder weniger das Schaf natürlich gearbeitet wird vom Hund, aber es dem Schaf dabei nicht schlecht geht. Also ist es meine Aufgabe, die Hunde in erster Linie so auszubilden, wie wir das mit der Nora jetzt mit einem Anfängerhund versuchen, dass die Schafe nicht zu sehr unter Druck geraten und der Hund quasi trotzdem seiner Inspiration und seinem Trieb folgen kann. Und das ist dieser schmale Grat zwischen dem Wahnsinn und der Freude am Machen und gleichzeitig aber dem Hemmen und dem, ich muss mich auch ein bisschen im Griff haben für die Nora und mit dem Menschen in Kooperation zu bleiben. Und ich versuche die Intervention locker da reinzubringen, dass sie so ein kleines bisschen mit dem Stock mal ermahnt wird. Gut. Und das muss sie jetzt wechseln, ne? Sie muss Intervention und Kooperation anfangen ins Gleichgewicht zu bringen. Gutes Mädchen. Good girl. Na, really nice. Good job. Prima. Uah. Gut, dass sie ein Gefühl jetzt so langsam dafür bekommt, dass sie machen darf, aber da muss sie empfänglich bleiben, ne? Für meine Kommunikation, klasse, bleiben, na, bleiben, na, bleiben, bleib, bleib, good job, really nice. Ich nehme bewusst nur das Bleib und nicht das Sitz oder Platz, weil das so ein kleines Stopp nur so für halt mal inne. Ich will nicht zu viel Gehorsam da reinbringen. Good job, Nora. Nora, 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 ja, Nora. Gut. Na, bleib. That's my girl. Really nice. Good job. Na, klasse. Könnt ihr das später machen? Mega. That's my, Na, sie muss nach da, ne? Gut, that's my girl. Gut, brave Schafe. Super, ich versuche jetzt wieder den Idealpunkt herzustellen, dass sie auf 12 Uhr ist und nicht auf 6 Uhr. Gut, bleiben. That's my girl. So, jetzt ganz dringend Pause und Wasser. Nora? Gut gemacht. Klasse. Großartig, oder? Ja. Ist die schön smooth, macht mein das, Lieber. Macht das Spaß? Toll. Ja, Nicole. Schön, es war mega cool. Auf jeden Fall super interessant. Ciao. Und ja, meinst du, wir haben eine Chance, das noch zu lernen? Auf jeden Fall. Ja? Definitiv. Okay, dann ja. Wir, genau, ich würde mich freuen, wenn, mal, wenn ihr wiederkommt. Ich würde mich sehr freuen. Sehr gerne. Also, bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, da muss ich mich mal ein bisschen reinarbeiten. Und wenn euch das ganze Thema Distanzarbeit und diese Art, mit dem Hund zu arbeiten, interessiert, dann verlinken wir euch jetzt unten auch einmal den Kurs von der Nicole, Nähe und Distanz. Da
wird nochmal erklärt, wie man das Ganze macht, wie man das Ganze aufbaut und vor allem auch, wie man das in Alltagssituationen umsetzen kann. Bis zum nächsten Video.